Please hold for a very important message. Meine schnuffeligen Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review. Wir reden heute über Kampf der Reality Stars, Folge 7. Ja, Folge 7. Ich bin Saniel, ich bin dein Lieblingsroaster mit Herz. Falls du neu bist auf diesem Kanal, dann freue ich mich sehr über ein Abo von dir. Es gibt ja viele, die gucken, also sehr, sehr viele, und die haben noch nicht auf Abonnieren geklickt. Ich lese in letzter Zeit aber immer öfter, dass sich Zuschauer und Schnuffelhasen extra einen Google-Account gemacht haben, was kostenfrei ist und irgendwie 5 Minuten dauert, um ein Abo dalassen zu können. Mach das und dann bin ich richtig, richtig glücklich. Und wenn du noch keine TVNOW-Mitgliedschaft hast, dann kannst du gerne meinen Link in der Infobox benutzen, um dir eine zuzulegen. Das sparst du auch Geld. Es kostet eh alles nicht viel, aber über mich kriegst du nochmal 2 Monate lang 50% Rabatt. Wir starten jetzt einfach, okay? Genau, no, ist mein Halt hier gewesen und jetzt ist er nicht mehr hier. Scheiße. Wir haben ja in Erinnerung behalten, dass Laura, die Freundin von Mike Heiter gegangen ist. Ist schon so ein bisschen krass, ne? Also, ich meine, wenn man sich jetzt mal so ein Otto-Normal-Paar anguckt, was jetzt bei Lidl arbeitet, wo die Frau bei Lidl arbeitet, die brechen ja auch nicht zusammen, nur weil die nicht zusammen zur Arbeitsschicht gehen jeden Tag. Mit Jenny, es wird immer stärker. Dass man es fast, glaube ich, gar nicht glauben kann, dass hier sowas entstehen kann, so eine emotionale Bindung. Ich muss ja sagen, ich finde diese Folge hier richtig bitter. Vor allem auch für Eva. Was laberst du? Du hast eine Frau gehabt zu dem Zeitpunkt, die schwanger war. Was für eine emotionale Bindung. Die Leute hier, also am Anfang haben die mich immer gefragt, wie ist das ohne Eva hier zu sein? Ich sage, das ist gar nicht so schlecht, weil ich kann mein Herz öffnen zu anderen Menschen. Ja, so retrospektiv betrachtet weiß ich jetzt nicht, ob das gut oder schlecht war, weil du hast dein Herz leider an eine andere Frau geöffnet. Ist Eva eifersüchtig? Sie ist eifersüchtig, das wird ein Problem. Aber ich hab dir sofort gesagt, ich hab ihm gerade eben im Problem gesagt, trotzdem wird du musst das nicht dann hier raus, bis das erste, was ja. Du klären musst, ist das mit Eva. Ups, das könnte Ärger geben. Und was soll er ihr sagen? Also wie soll er das klären? Ich meine, ihr habt euch angeditscht am Kopf und habt geheult, als wenn ihr irgendwie schon ein Love-Kopplungspaar wart. Also was soll er ihr denn erklären? Und ich finde, du bist ja auch eine Mutter und so und irgendwie eine Frau mit Verantwortung, dass du das auch zugelassen hast. Ich würde die, also wenn ich Eva wäre, würde ich durchdrehen, wenn ich mir das jetzt alles geben müsste. Ist ja alles schon ein bisschen her und so weiter und ich weiß, der Chris möchte darüber nicht reden, aber es wird uns jetzt präsentiert und ich finde es einfach richtig hard to watch. Die haben wieder eine Aufgabe, sollen sich da einsortieren und ich glaube, wer ist am peinlichsten oder so, ist die Frage und quasi Modo sagt allen Ernstes. Ich fühle mich nicht peinlich, deswegen kannst du mich ganz hinten machen. Das muss man halt auch erstmal hinbekommen, ne? Sich so zu geben wie er und sich dabei halt einfach ganz normal zu fühlen und nicht peinlich. Jetzt von mir aus mal, was mir peinlich gewesen wäre, die Situation gestern bei dem Spiel, wo er der Laura ins Gesicht gebläht hat. Ja, das war wirklich ekelhaft. Vor allem, du machst das nicht zu Hause mit deinen besten Freunden, sondern du bläst einfach im Fernsehen einer Frau ins Gesicht und es war absichtlich. Ich meine, wieso beugst du dich denn nach vorne und stellst dich mit dem Gesicht in ihr, mit dem Hintern in ihre Gesichthöhe? Weil Quasimodo regt sich dann später ja auch noch auf. Ich glaube, der hat einfach den Schuss nicht gehört. Wieso tut ihr eine Scheiße rausholen, was gar nicht stimmt, Mann? Wie gesagt, ich kann nur hoffen, er macht das für seine Zeit, weil wenn nicht, wenn er wirklich so tickt, wie er sich gibt, dann ist das stark besorgniserregend. Mein Freund, leg dich nicht mit mir an, du Vollhonkömer! So eine hat er aber auch gebraucht, ne? So eine Mutter, die ihm einmal echt sagt, so sag mal, tickst du noch ganz richtig? Wir haben Neuzugang, ein Model. Ich habe die Germany's Next Topmodel Staffel nicht geguckt, aber sie sagt etwas sehr, sehr Schönes. Ich hatte eine sehr gute Zeit bei Germany's Next Topmodel. Ich bin sehr gewachsen. Und ich muss auch sagen, das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, ich kann wirklich was. Oh, voll schön. Ist ja egal, was es ist. Aber einfach, dass man das Gefühl hat, ich kann irgendwas. Also ich meine, ihr gebt mir auch so ein bisschen das Gefühl, ich könnte irgendwas. Ich muss sagen, bisher in meinem Leben war ich immer so, nee, ist egal, muss ich nicht können, ich muss nichts können. Frauen müssen lernen, sich zu lieben. Ich würde ja sagen, es gibt schon viele Frauen, die sich lieben, aber Menschen an sich müssen anfangen, sich zu lieben. Auch wenn die Männer, über die sie gleich nicht so positiv spricht, wenn die anfangen würden, sich innig selber wirklich zu lieben, würden die auch nicht mehr solche A-Löcher sein. Männer sind einer der unnützigsten Wesen auf diesem Planeten. Stimme ich dem zu oder nicht? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann das gar nicht, weil ich selber ein Mann bin. Männer sind zu selbstsüchtig, egozentrisch. Männer nerven eigentlich nur. Weiß jemand, ob sie auch auf Männer steht oder ob sie auf Frauen steht? Weil das ist ja dann irgendwie so eine Hassliebe und schwierig im Dating, wenn man das alles schon so abgeschrieben hat.
Es kommt noch ein Kandidat, ich kenne ihn leider nicht, weil ich die Show, in der er letztes Jahr war, wo Valentina auch mit dabei war, nicht geguckt habe. Aber schaut mal, worüber er sich Sorgen macht und erfahrt direkt danach, worüber er sich Sorgen machen sollte. Meine Haare. Ich würde ja eher nochmal das Outfit überdenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit diesem T-Shirt, was da in der Hose drin ist und was... Es tut nichts für dich. Für mich waren die Menschen, die sagen, ich gehe im Fernsehen, um Liebe zu finden, Geschwätz. Du gehst im Fernsehen, um Fame zu werden. Das macht ihn aber sympathisch. Na, weil Leute, das sage ich euch schon seit einem Jahr. So lange bin ich dabei. Die wollen sich alle nicht verlieben. Gino hat sich verliebt in Erkan oder ich weiß nicht, wie der jetzt heißt. Luigi, wie auch immer. Und Luigi hat aber auch irgendwie so ein bisschen Spiel da mit dem rosa Thema. Naja, also meine Freundin hat mir Erlaubnis gegeben. Die so, Gigi, wehe, du machst Scheiße. Aber wenn du was machen willst, dann nur mit dem, wenn jemand von Prince Charming dabei ist. Und wer ist da? Jemand von Prince Charming. Bam! Ich finde, das macht ihn sympathisch. Also vielleicht will er sich ja auch einfach die Fanbase bei den Homos irgendwie sichern. Ich weiß nicht, ob ich ihm richtig glauben kann, dass er den Gino einmal nudeln würde. Mein Bauchgefühl sagt eher nein. Ich bin ehrlich, ich wollte schon immer einen schwulen besten Freund haben. Schon immer mein ganzes Leben lang. Und jetzt habe ich einen gefunden. Er will nicht dein bester Freund sein. Ja. Das wollte ich gerade sagen, also wenn du den Gino jetzt so benutzt, wobei ich glaube, der Gino lässt sich gerne benutzen, er ist jetzt nicht so wie ich. Also wenn der Luigi mich jetzt benutzen würde als schwulen besten Freund, dann würde ich mich halt wirklich hoffnungslos in den verlieben. Aber Gino ist da ja anders. Der hatte ja auch schon Verkehr mit ganz vielen Männern gleichzeitig und das ist für ihn einfach Körperaustausch, Flüssigkeit. Ich bin rot wegen Sonne und so. Vielleicht... hätte er doch nichts gegen eine Nudel in der Hand oder woanders. Irgendwie bin ich mir jetzt doch nicht mal so sicher. Sie spielen noch ein weiteres Spiel und da ist die Frage, welcher der Stars darf auf keiner Party fehlen? Und die Teilnehmer selber haben abgestimmt. Es war zu 100% für mich auf jeden Fall klar, dass Cosimo bei keiner Party fehlen kann. Aus dem Grund einfach, der ist einfach so lustig, der entertaint einfach. Ich kann dem gar nicht zustimmen. Das Einzige, was ich dem Türsteher sagen würde, wenn ich einen hätte, also wenn ich eine Party schmeißen würde, würde ich sagen, lass den Quasimodo nicht rein. Diese Ausraster und dass er dann irgendwie mit Flaschen auf den Tisch haut und so weiter und nicht mal weiß, was er gerade getan hat, ist für mich überhaupt nicht lustig. Nächste Frage ist, welcher der Stars hat seinen Fame oder seinen Ruhm nicht verdient? André, ich würde dich nehmen, tut mir leid. Da stehe ich total drüber. Aber sowas von total. Ich glaube nicht, dass er drüber steht. Ich glaube, der denkt wirklich, der hat sich eine harte Karriere erarbeitet. Dadurch, dass er da bei der Rosenvergabe ein paar Male war. Und dass er da, ne, betrieben hat, was er betrieben hat in der letzten Show. Also es ist auf jeden Fall zu vergleichen mit einem Masterstudiengang. Das kann nicht André sein. Er ist keiner, der seinen Erfolg nicht verdient hat. Und ich glaube, wenn man ein bisschen meine Geschichte und meine Historie kennt, dann weiß man einfach, dass ich mir das hart erarbeitet habe. Habe ich es euch nicht gesagt? Die Frage, die sich mir hier stellt, ist, warum redet er über sich selber in der dritten Person? Ist das irgendwie schon ein Anzeichen für etwaige Fehlleitungen? Im Endeffekt war es nicht André, sondern es war Alessia, falls sie so heißt. Ich habe das hier nur gerade gelesen. Aber was sagt sie denn zu ihrer Verteidigung? Weil man sagt ihr ja immer nach, sie sei nur bekannt durch ihren leider verstorbenen Vater. Ich war schockiert einfach, als mein Name kam, aber ich weiß, wer ich bin und ich habe das mit 19 geschafft, wo andere hier mit einem älteren Alter hier sind, deshalb... Kein Problem. Ja, die Frage ist halt immer so, was man dann geschafft hat, ne? Also, das würde mich ja wirklich interessieren, wenn man so im Trash-TV ist, was man also dann denkt, dass man dann geschafft hat. Woran misst man das? Das würde mich halt einfach interessieren, dass man einfach in so einer Show drinne war oder wie viele Follower man hat oder... Andere wird bei vielen Dingen gewählt, die alle nicht so positiv sind. Hier geht es jetzt um Vertrauenswürdigkeit, da glaubt auch keiner dran bei ihm. André gilt als der Vertrauensunwürdigste. Noch ein Strafpunkt. Das hat mich auch schon ein bisschen genervt. Sag ich ganz ehrlich. Ja, müsstest du mal drüber nachdenken. Ne? Irgendwie, vielleicht mal beim Kochen, dass du einmal in dich gehst und einmal dich fragst, ob dieses Ich, was du jetzt quasi mitgenommen hast nach Thailand und da lebst, ob das wirklich so authentisch rüberkommt. Und wen haben die Stars wirklich zum größten Fake gewählt? So ein bisschen unauthentisch wird hier eingeschätzt unser Bachelor. Ah, dankeschön. Das ist, ich glaube, ich zeige hier ganz genau, wer ich bin. Genau, unauthentisch hat er auch bekommen, unglaubwürdig und also eine Sache nach der anderen. Ich weiß es nicht, ob du so wirklich zeigst, wer du bist. Ich glaube halt einfach nicht.
Das könntest du verwechseln, weil du bist halt so gut in diesen sportlichen Aktivitäten, deswegen bist du auch immer gesaved. Aber ansonsten wärst du schon in der zweiten Nacht rausgeflogen. Ich glaube, so lange wie ich schon hier bin, so lange kann man kein Schauspiel machen, so lange kann man nicht irgendeine Rolle spielen. Ich finde diesen Untertext so geil. Der hat 22 Frauen gleichzeitig authentisch gezeigt, dass er sie gut findet. Ja, du bist halt gut darin. Das ist halt der Bachelor. Der Bachelor, ich sag nicht, dass du das jetzt bist, ne, weil ich habe deine Bachelor-Staffel nicht gesehen, aber der Bachelor muss halt so ein bisschen narzisstisch sein, ne? Um da gut durchzukommen. Also, diese Reality Stars ist der Zuschauerliebling. Ready? Ja. Naja, ich kann nur hoffen, dass sie das nicht wirklich richtig verstanden hat, weil dadurch, dass sie sich die Torte in ihre eigene Fresse geschlagen hat, hat sie gesagt, sie würde selber davon ausgehen, sie sei ein Zuschauerliebling. Luna, ich glaube, das war bis Folge 5 oder 6 der Fall, beziehungsweise bis Folge 5 eventuell, aber ab 6 und heute, no, girl. Wer ist die größte Lästerschwester? Gino entscheidet sich für sich selber. Das finde ich wiederum sympathisch. Gino entscheidet sich für seinen Lieblingsmenschen. Gino! Jawohl! Komm, dein Name! Gino! Scheiße! Naja, aber ich verstehe nicht, warum alle so überrascht sind, weil ihr wisst schon, was die letzte Folge gemacht hat. Sie hat da erstmal Gerüchte verbreitet über den Bachelor und über Jennifer, ihre Freundin. Und dann am Ende hat sie einfach dazu nicht mehr gestanden. Warte, Lester. Ich lester eigentlich nicht. Ich rede nicht schlecht über Menschen. Das ist nicht so. Dass jemand heimlich Zettel schreibt und manipuliert, also ein Manipulator ist, ist also nicht negativ. Aber sie hat ja auch eigentlich gesagt, ich läster eigentlich nicht. Und das bedeutet, liebe Leute, ihr müsst immer auf diese Füllwörter achten, dass sie es tut. Über den Sieg dieses Reality-Stars ärgert ihr euch am meisten. Mach jetzt! André glaubt, die anderen gönnen es ihm am wenigsten. Aber... Luna? Luna? Was? Sorry. Luna. Okay, ja, Luna, langsam kommt es raus, ne? Also du versuchst halt so ein bisschen auch so ein bisschen scheinheilig zu tun. Und man hat sich natürlich die ganze Zeit gefragt, kann ein Mensch überhaupt existieren, selbst wenn er jeden Tag bauchfrei rumläuft und an den Mond glaubt, der immer so drauf ist? Und nein, es ist nicht so. Du kriegst es auf Faust dick einmal wiedergespiegelt in der Entscheidung später, dass die alle finden, du bist nicht authentisch, weil dann streichelst du immer jeden und dann rammst du dir in den Rücken... Nein, ein Messer in den Rücken und dann am Ende sagst du, können wir es einfach vergessen und wird es ihnen einen Bussi geben. Also es ist nicht so konsequent, weißt du? Warum wünschen die Leute mir den Sieg nicht? Ja, das ist schon, das muss man einstecken, da will ich gerne noch drüber reden. Ja, guck dir einfach dieses Video an und auch mein letztes Review und du wirst verstehen, warum. Gigi und das Model von Germany's Next Topmodel müssen jetzt sofort entscheiden, wer das Haus verlassen muss. Wer muss sofort die Koffer packen und die Saale unverzüglich verlassen? Sobald ihr eure Macht als Neuankömmlinge genutzt habt, ist es romantisch geil. Schatz, du musst aufpassen, dass wenn du so doll weinst, dass irgendwie nichts reißt oder so, ne? Und außerdem solltest du dir ins Gedächtnis rufen, dass die ganzen Leute da alles Fremde für dich sind. Also heul nicht und mach deinen Job, okay? Wir nehmen den, den man nie böse sein kann, weil er einfach die treueste Seele hat. Tschüss. Nein. Was? Chris ist aber auch irgendwie ein schlechter Verlierer, ne? Also ich meine, warum ist er jetzt so geschockt, dass er rausgewählt wird? Der fragt ja auch immer, wenn ihn jemand rauswählt oder nominiert oder so, ist er immer angeschlagen? Oder habe ich den Blick jetzt diesen falsch gedeutet? Okay, er hat jetzt einmal kurz ausgeatmet. Wahrscheinlich wird er gleich sagen, hey Leute, das ist das Game. Gar nicht schlimm, ihr musstet ja einen rauswählen und ich sehe mich nicht als etwas Besseres als die anderen. Und deswegen ist alles cool. Kurz hat sich die Welt komplett auf links gedreht und ich dachte mir, es kann doch nicht sein. Aber freust du dich nicht, dass du zu deiner Frau oder deiner Freundin zurückkehrst, wo die ein Baby erwartet? Ich weiß, der Satz war nicht richtig, aber warum dreht sich jetzt die Welt so rum und warum streichelst du deine neue beste Freundin? Die einzige, die jetzt gerade wirklich am logischsten denkt, weil sie, glaube ich, noch an eine normale Welt glaubt, ist Alessia, die halt Folgendes sagt. Ja, Chris, jetzt siehst du deine Familie wieder. Man muss positiv sehen. Nein, ich habe ihr mein Herz gegeben. Ich habe alles versucht zu machen und zu tun. Und das ist die Bestrafung.
Das, er seine, also seine Familie hat er, glaube ich, schon vergessen zu dem Zeitpunkt, ne? Und was für eine Bestrafung, Alter. Du bist einer von vielen und ihr seid da alle gleich. Und warum soll es jetzt bestraft werden? Die mussten doch jemanden wählen. Was hast du gemacht? Ja, du hast krampfhaft dich verguckt in eine andere und gibst die ganze Zeit vor, ihr seid Freunde. Du bist der tollste Mensch hier. Ja, das heißt, und das ist, dann schmeißt man doch nicht den tollsten Menschen raus. Ich weiß, aber trotzdem. Was ist denn das für eine Begründung? Er muss doch gar keine Begründung liefern. Die Begründung ist, dass er jemanden wählen wollte. Und glaubst du jetzt selber gerade dran, dass du da der tollste Mensch warst? Der hat das so gesagt. Ich hab Herz gezeigt, ich hab alles hier gezeigt, Mann. Das war ich, hier war ich und das ist die Strafe. Ja, juckt uns nicht. Du bist du, Kader war sie, die anderen waren auch alle sie. Das ist ja nicht ein Grund, da jetzt drin zu bleiben und weiter deine Liebesromanze zu führen. Und jetzt könnt ihr einmal sehen, wie sich so frisch gewonnene platonische Freunde voneinander verabschieden. Ey, ich schwöre, wenn das mein Freund wäre, ne, und der würde im Fernsehen so eine platonische Freundschaft aufbauen, mein Fernseher wäre kaputt und ich würde den persönlich am Flughafen abfangen, ne, und der hätte ganz andere Unstimmigkeiten im Gesicht, als er eh schon hat. Okay. Du musst durchhalten, komm. Du musst durchhalten. Okay, bitte. Bitte. Warum ist das denn jetzt so wichtig, dass sie durchhält? Ihr habt euch doch gerade so platonisch kennengelernt. Warum ist das jetzt für dich so wichtig? Wer ist sie denn für dich? Also, dass mir jemand in so kurzer Zeit ins Herz gewachsen ist, hatte ich noch nie. Dass er gehen muss, ist für mich echt sehr, sehr, sehr schlimm. Aber bist du nicht so, dass du so von Frau zu Frau, weil du warst ja auch mal schwanger und so, dich dann auch freust für die Eva, dass sie als Schwangere so ihren Freund wieder zurückbekommt? Oder ist das jetzt Schockverliebtheit gerade und du kommst gerade gar nicht klar und denkst nur an dich? Jetzt ist halt die Frage, freut sich André oder nicht? Ja, der kommt halt immer irgendwie davon. Ja, letzten Endes, ist mir das eigentlich völlig schnurz, piep, furz, egal. Und ich bin eigentlich derbe froh, weil jetzt bin ich ihn endlich los, ja. Und ich bleibe auch weiter im Haus, weil ich werde einfach jede verdammte Challenge gewinnen, weil ich einfach meine Freizeit nutze, um im Fitnessstudio zu sein. Ihr müsst ihr vertrauen, okay? Ich mein's ernst. Bitte. Bitte, okay? Es gibt niemanden, dem ich 100% vertraue, das war Triss. Ganz toll, Leute, ganz toll. Und auch so dieses, ne? Genau so mache ich das auch. Immer wenn ich mich von Kata oder Lara oder so verabschiede, fasse ich die hier überall an und hier und so. Natürlich nicht. Das gilt meinem Typen, mit dem ich intim bin. Was soll das denn? Das Böse hat wieder gesiegt. Ich würde sagen, das Böse, die böse Versuchung wurde hier gerade getrennt. Glücklicherweise. Böse hat gesiegt. Ich glaube, ich spinne. Also Chris kann stolz auf sich sein, wie er es hier durchgezogen hat. Ja, er kann auf jeden Fall richtig stolz auf sich sein. Auf jeden Fall. Tut mir das nicht an, dass er sein Spiel durchspielen kann und Leute hier verletzen. Er ist so lustig, ne? Er redet darüber, dass Leute verletzt werden. Ja. Aber dass du jemanden verletzt hast mit dem ganzen Feuer, mit dem du da gespielt hast, ist ja auch klar, ne? So wie Eva auf. Ja, Ehrenwort. Hat er wirklich gemacht. Der dreht sich, hat für immer und ewig passt auf sie auf. Ja, der Chris ist jetzt weg. Der hat niemandem was getan. Hier sind ganz andere Bazillen unterwegs. Es tut mir wirklich leid, ne? Es geht immer weiter, weil diese Aussagen sind einfach derbe lustig. Er hat niemandem was getan, war einfach nur er selbst und ist der beste Mensch, den es gibt. Und ich verstehe gar nicht, warum er raus ist. Weil sie beim Spiel nicht so gut performt haben, haben sie jetzt eine Strafe. Aber Leute, das war jetzt nicht wirklich eine Strafe, oder? 12 Stunden lang müssen durchgehend 7 Stars mit mindestens einem Körperteil die Bank berühren. 2, 4, 5, 6, 7. Okay. Das war keine Strafe. Das könnte ich beim nächsten Mal ein bisschen besser ausdenken. Die haben einfach gepennt, 12 Stunden. Und jetzt sehen wir halt nochmal, was Luna für eine Freundin ist, ne, von der Jennifer. Die haben sich ja beim letzten Mal ausgesprochen und eine loyale Freundin, ne, benimmt sich halt genau wie Luna. Ich hab so das Gefühl, sie bildet sich jetzt ein, dass sie hier die Gewinnerin von dem Shit ist. Luna guckt halt nochmal, um zu gucken, was er meint, anstatt einfach mal zu sagen, nee. Glaub mir, sie ist nicht so, die versucht jetzt einfach nur, sich trotzdem nicht gehen zu lassen. Aber nein, Luna ist halt so, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich finde das ein bisschen komisch. Ich habe seitdem und jetzt läuft sie die ganze Zeit im Zug, als ob sie hier die Gewinnerin ist, weil sie weiß, dass hier ein Typ ist. Ich sehe auch. Und man sieht, dass Luna sich auch für sie freut, ne?
Also, ja, sie ist auch die Verliebteste. Gott, kann ich sie ertränken im Pool? Kara ist mir ganz ein bisschen sympathisch, ne? Sie hat den Mangold gefressen und betreibt jetzt so ein bisschen Kampagne, damit die Leute ihn rauswählen. Sie wusste natürlich nicht, dass er sich auch heute wieder safen wird, aber sie hat anscheinend einen richtigen Riecher. Ja, ich finde ja schön, dass du alles hier so sportlich siehst, ne? Dankeschön. Aber willst du nicht weiterkommen hier? Hör einfach auf die Mutter. Sie weiß Bescheid. Die Kleine ist so, ja, danke schön. So, sag mal, Süße, willst du nicht weiterkommen? Willst du wieder nicht einen eigenen Namen machen? Willst du nicht mal ein eigener Reality-Star sein irgendwann im nächsten Jahrzehnt? Und jetzt probiert sie es dann einfach bei der nächsten. Sie versucht einfach ganz viele Leute davon zu überzeugen, dass André eine falsche Schlange ist. André ist der Stärkste. Der versucht alle gegen uns aufzuhetzen. Siehst du das nicht? Du bist sein größter Konkurrent. Also ich habe jetzt André nicht gehört, wie er Wahlkampagne betrieben hat, aber er hat natürlich Kader die ganze Zeit im Visier, weil er natürlich weiß, wozu sie in der Lage ist, weil er es ja selber auch ist. Aber in dieser Folge lebt das halt nicht aus. Also ich habe jetzt nicht gehört, wie er Leute manipuliert. Aber ich sage ja immer, die Eifersüchtigsten sind die, die selber ein bisschen Kuddelmuddel betreiben und nicht die Treuesten sind. Ja, und jetzt zum Safety-Spiel. Also ich dachte, okay, wenn es jetzt mal ums Köpfchen geht und zählen, fällt der André vielleicht mal durch. André schafft's als Erster in Runde 2. Also es war grauenvoll to watch. Weil ich würde einfach gerne ihn mal ungesaved sehen. Einfach mal sehen, wie er in der freien Wildbahn dort überleben würde. Ja, der hat es dann aber nicht nur in der ersten Runde geschafft, sondern auch in der zweiten. Und dann hat er da auch noch die Fragen alle richtig beantwortet. Glückwunsch, André. Ziel erreicht. Nächstes Safety-Spiel gesichert. Ich kann wieder entspannter in die Stunde der Wahrheit gehen. Ja, und das ist halt blöd für ihn, weil wenn er nicht immer sich safen würde, würde er endlich mal einen Anreiz haben, um sich zu reflektieren und vielleicht mal real zu werden. Aber dadurch, dass er immer weiß, dass er eh gesaved ist, spielt er halt so wie mit Vitamin B, wisst ihr? Weil das ist ja keine Olympiade, sondern... Hast du mich gewählt? Sag die Wahrheit. Ich verrate doch jetzt nicht, was ich mache. Würdest du mich wählen? Meinst du? Momentan nicht. Ja, geht ja auch nicht. Nein, aber wenn du nicht gesaved wärst, vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht, du bist ja Politikerin. Du sagst aber ja auch du immer, du vertraust niemandem. Ja, da ist jetzt die Kader auch ein bisschen komisch, weil, naja, wobei ich glaube, sie steht einfach dazu, dass sie den raushaben will. Sieht man ja auch am Ende. Und ihr Karma in diesem Moment war einfach, dass man ihre Extensionsverknüpfung alle sieht. Kader, warum? Bei dir hätte ich das nicht gedacht, du bist doch länger im Game. Kann man die nicht ein bisschen tiefer setzen, dass man die nicht direkt sieht, wenn der Wind weht? Hier ist unsere bezaubernde Moderatorin. Sieht aber nicht so bezaubernd aus. Tut mir leid, dass ich es wieder aufgreife, aber sie kommt da wie so ein Geist angeflogen. Mit diesem Gesicht. Also ich meine, hat sie sich verlaufen? Ich meine, irgendwo auf einer Fashion Week wäre das ja vielleicht angebracht, aber will sie nicht ein bisschen Sympathiepunkte wecken? Was ist denn dieses Modelgesicht, dieses tote Modelgesicht? Was will sie uns damit sagen? Ich bin super arrogant oder ich habe keinen Charakter oder ich habe keinen Humor oder ich sehe einfach nur gut aus oder ich habe einfach nur reich geheiratet oder was soll mir dieses Gesicht sagen? Schau auf, ich würde meine Videos immer so machen. Immer so, hallo Schnuffelhasen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, keiner würde abonnieren. Alicia wird jetzt einmal wählen. Also das fällt mir sehr schwer, aber ich wähle dich, Luna, aus dem Grund, also ich liebe nette Menschen, aber ich finde bei dir, du übertreibst einfach so, das ist mir zu viel Geschleime. Ja, und wenn das eine 19-Jährige schon erkennt, meine Süße, dann solltest du dir darüber Gedanken machen, Luna. Jetzt kommt ein sehr, sehr spannender Teil, und zwar der Fight zwischen André und Kader, und ich feiere Kaders Gesicht. Sie ist einfach... eine Diva. Ich habe bei dir das Gefühl, dass du vor allem an der Stunde der Wahrheit, an den Tagen, immer wieder Leute rausgenommen hast. Ich habe dich einmal mit Alessia gesehen, da habe ich mich Jenny gesehen, mit Luna, ganz alleine. Das ist jetzt aber so richtig die Ruhe vor dem Sturm, ne? Ich kann sie gar nicht nachmachen, aber sie ist so, red mal weiter, gleich komme ich. Ihr könnt über Gott und die Welt gesprochen haben. Das geht dich überhaupt nichts an, worüber wir reden. Ich hatte nur das Gefühl, dass da ein bisschen... Wahlkampf betrieben wurde. Aber das machen wir doch alle, André. Du bist ja genauso aktiv. Ich mach das nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Also erstmal, lieber André, geht es sich gar nichts an. Nein, ich muss ja jetzt auch mal ein bisschen realistisch sein, weil was die Aufnahmen zeigen, ist, dass Kader es getan hat und dass André es nicht getan hat. Aber ich
ich halte ja auch nicht so viel von dem André, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, weil der hat sich jetzt in dieser Staffel weder richtig scheiße benommen, aber auch nicht gut benommen. Also ich glaube nicht, dass ein Mensch einfach so ist wie er. Also dann wäre er falsch, auch im TV, finde ich, weil er ist einfach nur dabei, macht weder einen Witz, noch ist er in irgendeinem Streit beteiligt. Man merkt richtig, dass der sich künstlich zurückhält. Und Kader hat einfach diesen Braten gerochen und möchte den rauswerfen. Werf die Münze rein. Ich sag nur eins. Gib den André Mangold die Macht und er zeigt sein wahres Gesicht. Oh. Also das Model ist immer richtig gut in ihrem Oh, oh, weil sie dann immer auch weiß, dass sie eingeblendet wird. Ist ein guter Move, falls ich den mal brauchen sollte. Und irgendwie fühle ich das, was Kader sagt. Weil er ist ja gerade so im Repair-Modus, versteht ihr? Sie lockt ihn ja auch gleich so ein bisschen aus seiner Reserve, ne? Er wird ja gleich richtig sauer. Ich war die Erste, die zu Chris ging und gesagt hat, gib André die Chance. Und jetzt sehe ich ein Gesicht, den ich immer schon gesehen hatte im Fernsehen, im Sommerhaus der Stars. Punkt. Alles gesagt. Das ist ganz, ganz schwierig, weil sein Gesicht fängt schon an, so zu zittern in alle Richtungen, weil er seine Wut versucht runterzuschlucken, ne? Und ihr nicht diese Münze an den Kopf zu ditchen oder so. Finde ich extrem schade, diese Worte. Wirklich schwach. Enttäuscht mich, wirklich. Ja. Dass du jetzt hier so einen raushaust. Du hast keine Ahnung von der Vorgeschichte, du weißt nicht, was passiert ist, also ist es nicht dein Thema. Ich würde ja sagen, es ist das Thema von ganz Deutschland, weil du hast ja vor der Linse quasi betrieben, was du betrieben hast, weißt du? Es ist auch mein Thema, weil Chris auch mein Bezugsperson war. Es ist nicht dein Thema. Punkt aus Ende. Und das Thema ist auch hier vorbei. Ist sein Recht, ne, das jetzt einzustellen und nicht weiter darüber zu reden. Aber ich muss sagen, Chris ist jetzt auch nicht als super gut Mensch hier rausgekommen. Von daher ist mir selbst die Vorgeschichte egal. Die sind irgendwie alle nicht wirklich besser als der andere. Jetzt kehrt André an seinen Platz zurück, aber es kocht in ihm, ne? Weil er muss der Kader noch was an den Kopf werfen. Schade, dass du damit nicht umgehen kannst. Ich kann damit sehr umgehen. Deine Dann Zeit hättest du nicht so reagiert, Kader. Ja. Ich kann damit sehr gut umgehen. Kader Loth, du hast keinen Anstand. Du hast gar keinen Anstand, lieber Kader. Er schon. Und das hat er immer und überall unter Beweis gestellt. Du hast keinen Anstand. Du hast drauf, Menschen zu manipulieren. Du hast das keinen machst Anstand. Du sehr geschickt, André. Kein Respekt, kein Anstand. Ja, das Respekt muss ich nicht von jemandem lernen, der andere gewobbt hat. Ja, und was ich auch als Gefühl habe, ist, dass die Augenumrandung noch roter geworden ist, falls das geht, als er sauer wurde. Ist auch sehr interessant zu sehen. Also, ich meine, was soll ich da sagen? Sie findet, er ist ein Mobber. Er sagt einfach, sie soll die Fresse halten. Es ist einfach schön zu gucken. Unfassbar. 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 Ja, aber man sagt ja auch einmal im Netz oder einmal im Fernsehen, immer im Netz, ne? Das vergisst man halt nicht einfach so. Und sie darf es ja sagen, ne? Vom Ding her, weil viele denken es ja auch. Und nur weil du jetzt sagst, es ist die Vergangenheit, wird Deutschland, Germany nicht aufhören, darüber zu reden und es dir zu unterstellen, weißt du? Auch wenn du die Schnauze voll hast. Es ist so. Bei Pamela Anderson wird man immer an die Oberweite denken. Selbst wenn die irgendwann nicht mehr hat, weißt du? So, lieber André, jetzt kannst du mal deine Ohren spitzen. Du wirst nicht die Person sein, die ich heute wählen kann, weil du gesaved bist. Aber ich finde auch, ich glaube auch nicht, dass du hier echt bist. Okay. Ja, aber ich bin trotzdem weitergekommen. Also ich meine, guck mich an. Ich gewinne einfach jede Challenge und komme hier weiter, ob ich echt bin oder nicht. Sagt mir gerade eine mit den Extensionen im Haar, ne? Denkt er sich. Du kannst hier andere verarschen, aber mich nicht. Ist kein Problem. Reicht ja, wenn ich die Mehrheit einfach verarscht habe und dich nicht. Ist mir doch egal. Und jetzt können wir einmal sehen, wie Luna agiert, weil sie und Mike haben beide Gleichstand. Jeder von denen hat 3 Punkte. Und Luna entscheidet jetzt quasi, ob sie sich selber die 4. Münze gibt oder Mike. Und natürlich gibt sie sich die selber, ne? Oder jemand ganz anderem, damit nochmal eine Abstimmung zwischen den beiden stattfindet, nicht wahr? Weil sie ist ja so ein guter Mensch. Das ist aus taktischen Gründen. Mike, ich wähle dich. Wie sehr tut es dir leid? Und sie eben auch mit ihrem Gebete, ne? Also du hast ihn jetzt rausgekickt, weil du dich selber retten wolltest, okay, aber wozu das? Es hätte auch mehr Wege gegeben, die in diese Richtung gegangen wären, ne? So Buddhismus oder was das jetzt auch ist oder Evangelismus, ich weiß es nicht. Aber das war ja jetzt schon so ein bisschen so, hier, fuck you, weil ich habe jetzt hier die Macht.
Und als erstes ist aber rausgeflogen, dieser Gigi. Ja, das war, er war gekommen und ist ganz schnell wieder gegangen. Leute, ich weiß nicht. Ich fand es echt ein bisschen unterhaltsam. Ich bin hin und her gerissen und habe mich jetzt einfach mal entertainen lassen. Okay? Ich habe jetzt nicht hundertprozentig eine Partei übernommen, eingenommen, gegründet. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Tschüssi.